Zweifelst du? Hat er mich gefragt. Du zweifelst doch nicht. Das hat er mich wieder und wieder gefragt. Dass ich dann in der dunklen Halle zu den Gleisen hin stapelnde Gepäck. Die kleine Menschengruppe, die sich dicht gedrängt um das Gepäck drumherum versammelt hatte, zur Verabschiedung für wer weiß wie lange Zeit, vielleicht für immer und je. Gute Reise. Passt auf euch auf. Schreibt! Schreibt! Vergesst bloß nicht zu schreiben. Schreibt, sobald ihr angekommen seid. Ist jetzt schon Westen hier? Mama? Ist das jetzt der Westen? Papa! Die erste Farbe, die wir erinnern, ist der rote Rahmen des Fahndungsplakates der RAF. Es hängt da an der Wand zum Wartehäuschen, dieser rote Rahmen auf dem Plakat. An der Wand des Wartehäuschens auf dem Bahnsteig im niedersächsischen Provinzstädtchen, in dem die Fenster Augen haben und deren Bürger nur selten mehr als die unbedingte Abgrenzung zum anderen aus dem Mund fällt. In dieser Republik, zu der wir uns niemals zugehörig fühlen werden. Also ich mich schon. Ich mich nicht. Ich mich aber schon. Ich mich aber nicht. Probiert haben wir es alle. Papa nicht. Was redest du denn da? Nichts, ich. Ich habe nur gesagt, Papa nicht. Papa hat's nicht versucht.